Vielen Dank, es ist geil, hier zu sein, ohne Scheiß. Ich feiere den Herbst, bin ein bisschen Herbstfan gerade, ich hatte zu lange Sommerpause. Zu viel Zeit zum Nachdenken, ist nicht immer angenehm. Es sind alte Sachen aus der Kindheit wieder aufgepoppt, Sachen, die ich glaube ich... Ich war mal mit 8 bei so einem Typen zu Hause und ich habe... Er war auch 8 übrigens. Es geht nicht in die Richtung. Er war auch 8. Philipp, okay? Und ich habe bei Philipp was gesehen, was ich vorher noch nicht gesehen hatte. Er hatte so ein Ortsschild an seiner Kinderzimmertür. Kennt ihr diese Ortsschilder, so einen gelb-schwarzen? Es war ein Grenzübertritt. Es war ein richtiger Grenzübertritt. Und stand da so, hier beginnt der Freistaat, Philipp. Zutritt für Eltern strengst untersagt. Ich hätte so ein Schild nicht haben können. Meine Eltern sind eingewandert. Die respektieren keine Grenzen. So, die haben es nach Deutschland geschafft und sollen jetzt am Freistaat Kavus scheitern. So, nein, die kommen einfach rein. Kommen rein und erzählen einem, mit wie viel Marks sie damals nach Deutschland gekommen sind. Das ist übrigens dringend. Jeder ausländische Vater kennt die genaue Markzahl, mit der er die Grenze überschritten hat. Das ist Teil des Familienepos ab irgendeinem Punkt. Ist wirklich, bei mir waren 200 Mark. So. Also irgendwie umso älter ich wurde, umso ernster meine Probleme waren, umso weniger Geld hatte er damals. Am Anfang waren 200 Mark, dann kam der Euro, dann waren es nur noch 70 Euro. Ich so, ey, wie rechnest du um? Er so, ja, Euro teuro. Euro teuro. Dann waren es 50 Euro, 30 Euro. Vor 7 Jahren habe ich ihn angerufen. Ich so, Baba, ich will das Studium abbrechen, will Comedy machen. Ich höre ihn einfach nur sagen, ich bin mit Schulden gekommen, ich habe dieses Land aufgebaut. Ich so, komm schon, Mann. Komm schon, ey, du warst jetzt kein Türke. Türken haben voll viel für dieses Land getan und niemand gibt einen Fick. Ist euch das schon mal aufgefallen? Irgendwie sind gerade so die Zeiten von so diesen ganzen Antidiskriminierungsdiskussionen und Minderheiten. Türken kommen da irgendwie nicht vor. Irgendwie, also keine Minderheit hat so viel für dieses Land getan und wird so wenig gefeiert. Ohne Scheiß, irgendwie sind die gerade in so einer Ausländer-Transitzone gefangen, wo sie noch nicht lange genug da sind, um irgendwas an den Strukturen zu ändern, aber definitiv lange genug, um komplett vergessen zu werden. Ohne Scheiß. Und die haben den krassesten Rassismus abbekommen, den 60er-Jahre-Rassismus. Wisst ihr, der kurz danach, nachdem sich Deutschland wieder verhoben hatte, der so noch so voll da war, der war auch nicht so durch die Blume. Das war nicht so, ja, ich bin ja kein Nazi, aber, sondern so, ja, yeah, ich war Nazi. Also, und Türken mussten es wieder fressen. Wisst ihr? Die Eier muss man auch irgendwie als Land erstmal haben. So noch einen Weltkrieg gegen die Wand fahren, 12 Millionen Leute vergasen, der ganze Kontinent in Trümmern, inklusive das eigene Land. Da kommen Leute aus dem Ausland, helfen beim Wiederaufbau. Man ist so, ey, die riechen echt nach Knoblauch. Ja, mir stinkt's. Ihr habt kein Essen. Kommt schon, Leute. Dafür gibt's Applaus. Ey, ihr habt kein Essen. Nee, ich hab allgemein kein Problem damit, irgendwie gefragt zu werden, wo ich herkomme oder so. Ich gehe da nicht auf Twitter und versuche eine Karriere zu zerstören. Was ich viel nerviger finde, ist, wenn ich merke, so jemand will unbedingt wissen, wo ich herkomme, aber will jetzt nicht so rüberkommen und geht dann so komische Umwege. Und das macht das Gespräch einfach nur. Ich war auf einer Party, bin mit so einem Typen ins Gespräch gekommen. Er hatte Sandalen an im Oktober, nur damit ihr wisst, wer er war. Und... Er wollte offensichtlich wissen, wo ich herkomme, aber wollte jetzt nicht so rüberkommen. Also ist er diesen toleranten Umweg gegangen und hat mich dann so gefragt, Kavus? Darf ich dich fragen, wo dein Name herkommt? Und ich meinte so, ja, aus Iran. Und dann ist er ausgerastet. Er so, aus Iran? Aus dem Iran? Oh, ich war mit dem Fahrrad von Berlin aus nach Iran gefahren. Und ich fand es irgendwie arrogant, dass er das gemacht hat. Weil ich dachte mir, krass, meine Eltern sind aus Iran für ein besseres Leben mit einem Flugzeug nach Deutschland gekommen. Und der Typ fährt mit dem Fahrrad aus Spaß zurück. Und ich bin eigentlich kein Fan von so Wörtern wie White Privilege. Aber mit dem Fahrrad Ländergrenzen überschreiten, das ist ein White Privilege. Könnt ihr euch vorstellen, wie das aussehen würde, wenn ich mit dem Fahrrad aus Iran nach Deutschland fahren würde? Ich habe einen deutschen Pass, der wäre scheißegal, Alter. Ich wäre in Moria noch, bevor ich in den zweiten Gang komme. Ohne Scheiß. Ihr würdet mich dann sehen auf so verruckelten Handyaufnahmen, wie ich in irgendeinem UNICEF-Getümmel feststecke, wo die so aus dem Laster so ein Sixer Wasser in die Menge schmeißen, als wäre es Merch. Ich würde mich aber mega deutsch anstellen. Ich wäre so richtig deutsch. Ich wäre so, hey, einer nach dem anderen, einer nach dem anderen. Mit so einem Fahrradhelm, einer Radlerhose, einem alten Jan-Ulrich-Telekom-Trikot.
Der einzige Typ, der mich in dem Moment noch anfeuern würde, wäre dieser deutsche Olympia-Radsporttrainer. Hol die Kamiltreiber! Und ich würde so vorne feststecken, ich hätte auch sofort so einen Akzent. Ich so, ja, hol ich! Ich würde auch in diese Handykamera sprechen. Ich wäre so, Angela Merkel! Leute, das war meine Zeit. Vielen Dank. Dankeschön. Hallo, na? Hier ist eine Endcard. Das kennt ihr, oder? Also, was soll das immer? Das ist, ja, wisst ihr doch. Das wäre gut, wenn ihr da mal... Das ist super witzig, wahrscheinlich, das Video. Und das ist auch super witzig. Das guckt ihr mal besser beides. Dann. Und hier abonnieren. So, und dann habt ihr auch schon auch mal was zurückgegeben. Danke.